Hallo und herzlich willkommen bei AEZ-TV. Mitte Juli waren die Karl-May-Spiele zu Gast im AEZ. Ein besonderes Highlight war unter anderem die Autogrammstunde mit Sophie Wepper. Die Schauspielerin spielt bei den diesjährigen Karl-May-Spielen die Rolle der Shoshi. Sie stehen hier gerade in der Schlange. Was gibt es denn hier heute zu holen? Eine Freikarte. Die wünsche ich die Tochter schon so lange. Und gibt es auch noch ein Autogramm? Ja. Weißt du von wem? Nein. Na, die heißt so wie du. Sophie. Die Sophie Wepper, die gibt dir gleich ein Autogramm, ne? Weil die spielt ja die Rolle der Shoshi bei den Karl-May-Spielen. Wir waren auch noch nie da. Wir planen es für Samstag. Dann wollen wir mal hoffen, dass das heute hier was wird, ne? Ein Autogramm und der Gewinn vielleicht einer Freikarte zu den Karl-May-Spielen. Ich habe ganz tolle Autogrammkarten von den Hauptdarstellern gewonnen. Die Kinder waren letztes Mal da mit den ganzen Geballer und so. Das findet mein Sohn ganz klasse. Aber Sie sind bestimmt auch gern dabei, ne? Ja, ich bin auch gern dabei. Ich finde das auch klasse. Ja, sehr gut. Das ist nett für die Kinder und gerade in den Ferien ist das natürlich mal eine nette Abwechslung. Wie ist Ihr Eindruck von Frau Wepper? Ja, freundlich, nett, den Kindern offen gegenüber. Wir haben sie auch schon bei Karl-May gesehen, da ist sie auch nett. Also sind Sie selber auch ein kleiner, begeisterter Karl-May? Auf alle Fälle, doch. Das ist immer super, jedes Jahr dabei. Bei so einer Autogrammstunde wie hier im AEZ kommt man ja seinen Fans, seinem Publikum besonders nah. Wie wichtig ist Ihnen dieser Kontakt? Ja, für mich ist es ja vor allen Dingen ganz ungewohnt, weil beim Fernsehen hat man ja so selten den direkten Kontakt, wie jetzt hier bei den Aktionen oder natürlich auch beim Spielen im Freilichttheater. Ich finde das auch gerade mit den Kindern ganz toll, auch so diese Reaktionen und netten Worte. Oder ich finde also diesen direkten Kontakt ganz schön. Sehen Sie, haben sich ja besonders viel Zeit gelassen, auch ein bisschen gesprochen mit den kleinen Fans, den großen Fans. Gab es da eine ganz besondere Situation, wo Sie jetzt sagen, ja, das waren besonders rührende Worte, nette, lustige Worte. Ja, ein Mädchen war dann, die sagte natürlich selber nichts. Die Kinder sind ja dann ein bisschen schüchtern und dann meinten die Eltern, ach, sie ist so ein großer Fan, seit Tagen geht es nur darum, jetzt heute um den Termin und dann, glaube ich, gehen sie morgen in die Show. Und das ist eben so eine ganze Woche lang in der Familie besprochen. Das ist natürlich schon schön, wenn man sowas hört, wie Kinder eben auch gerade natürlich da dann begeistert sind und da mitfiebern oder darauf hinfiebern. Das fand ich ganz rührend. Und diese positive Resonanz haben wir heute hier auch bei der Autogrammstunde im AEZ erlebt. Wir möchten uns bedanken, dass Sie hier waren und wünschen noch viel, viel Erfolg.